Ah, ihr seid ja hier. Schön. Willkommen bei Focus 5. Heute haben wir einen spannenden Filmbeitrag zum Thema ProCom. ProCom steht für Stiftung Kommunikationshilfe für Hörgeschädigte. Sie existiert seit 1988, wurde also vor 22 Jahren gegründet. Es bestehen zwei Dienstleistungsangebote, der Dolmetschdienst und die Textvermittlung. Heute konzentrieren wir uns auf die Textvermittlung. Wir haben die ProCom in Wald besucht, uns umgeschaut und drei Personen interviewt. Viel Spaß beim Zuschauen. Ich heiße Urs Linder und ich habe 1988 die ProCom gegründet, zusammen mit Beat Kleb. Und anfangs war ich im Stiftungsrat und wir hatten eine Geschäftsführung und seit 2000 bin ich selber Geschäftsführer der ProCom. 1979 habe ich eigentlich das Schreibtelefon entwickelt. Und seit 1982 bezahlt die IV das Gerät. Schon sehr bald haben Gehörlose nicht nur mit anderen Gehörlosen schreibtelefonieren wollen, sondern auch mit Hörenden. Das heißt, wir haben damals in der Genossenschaft Hörgeschädigten Elektronik in der Bürozeit schon Vermittlungen gemacht. Später, bis 1998, also 10 Jahre lang, hat die IV diese Textvermittlung finanziert. Aber ab 1998 ist das neue Fernmeldegesetz gekommen. Dieses sehr wichtige Gesetz sagt auch, dass der Grunddienstanbieter, das ist heute die Swisscom, eine solche Textvermittlung für Gehörlose machen muss. Brauche ich dich nicht vorher? Du kannst machen, wie du willst, aber doch. Grosse Standbeine. Es ist die Textvermittlung und der Dolmetschdienst. Ursprünglich war nur die Textvermittlung da und war die Hauptaufgabe. Die Textvermittlung hat bis ungefähr im Jahr 2000 stark zugenommen und dann aber wieder stark abgenommen. Es ist klar, es sind neue Techniken gekommen, SMS, E-Mail. Aber seit 2 Jahren, seit wir den Internetzugang haben, steigen die Zahlen wieder. Der Grund ist, dass junge Leute neu wieder die Textvermittlung brauchen für Abmachungen, für Terminvereinbarungen, die nicht per SMS gemacht werden können. Im Jahr die sogenannte Gehörlosenzentrale ist eine Konkurrenz, eine Art Konkurrenz. Es ist aber so, dass die Finanzierung dort ganz anders gestaltet ist. Sie finanzieren sich über Spenden. ProCom ist nicht spendenfinanziert. Für uns ist das sehr wichtig.
Wir finanzieren uns über klare Grundlagengesetze von der staatlichen Gemeinschaft. Wir wollen nicht Spenden sammeln für Gehörlose. Das macht der SGB und er unterstützt uns auch. Aber ich denke, für den gleichberechtigten Zugang braucht es keine Spenden. Da braucht es klare finanzielle Grundlagen. Wir wollen nicht abhängig sein vom Gutwill oder von der Spendenfreudigkeit der Gesellschaft. Damals war ich gerade als neu diplomierter Elektroingenieur und habe aber schon in der ETH die Möglichkeit gehabt, Mikrocomputer zu entwickeln. Und an der ETH ist das erste Schreibtelefon entstanden, etwa gleichzeitig mit meinem Diplom. Ich habe dann weitergearbeitet an der ETH halbtags und im anderen halben Tag habe ich das fertig gemacht. Und dann musste man Geld suchen. Wir haben von der Westschweiz eine Gruppe gehabt, die hat Geld bekommen und die haben mir dieses Geld gegeben für die ersten 10 Stück. Die waren alle in der Westschweiz. Und eine bei meiner Mutter, deins bei mir. 8 in der Westschweiz. Das war der Anfang. Und da haben wir gesehen, es funktioniert. Man kann kommunizieren. Und dann war der Grundstein zur Gründung der Genossenschaft Hörgeschädigten Elektronik. Das war 1979. Und der erste Präsident war Beat Kleber. Ich bin ja ein Kind gehörloser Eltern und ich habe immer für meine Eltern telefonieren müssen. Wir haben schon ein Telefon gehabt, nur für mich. Und das war auch nicht immer angenehm. Aber immer für die Coiffeuse bestellen müssen oder für Getränke bestellen. Und als kleines Kind habe ich das nicht so gerne gemacht. Und als ich dann darüber studiert habe, was könnte man besser machen, wie können Gehörlose telefonieren, wurde mir klar, mit der Erfahrung, die ich an der ETH gemacht habe, was ich gelernt habe ich gewusst, es ist möglich, Text zu übertragen. Man muss sich vorstellen, damals gab es noch keine Computer, gab es noch keine Modem. Das ist der erste Anfang gewesen. Und darum habe ich das entwickelt. Ich arbeite schon lange in der Procom. Ich mache einerseits selber Vermittlungen, Gehörlose mit Hörenden verbinden und ich tue auch alle Mitarbeiter einschulen für die Tätigkeit. Das gibt es schon selten, aber wenn er zum Beispiel ein ganz schlimmes Fluchwort sagt,
sagen Arschloch, oder? Dann sage ich, ja, er ist sehr verrückt, sehr wütend. Er sagt Arschloch. Weil der Hörende muss wissen, dass der so verrückt ist, oder? Und dann lese ich das so, aber ich sage schon, er ist sehr wütig und er sagt das. Ja. Und so, ich finde es nicht schlimm. Ich finde es nicht schlimm, weil es ist ehrlich. Ja. Ja, wir haben 24 Stunden extra Linie, die immer offen ist für Notfall. Und wenn ein Notfall kommt und wir sind alle besetzt, dann haben wir ein Blinklicht und einen roten Blinken und dann sieht man, aha, Notfall, dann tut man gerade das Gespräch unterbrechen, tut gerade den Notfall nehmen und dann wird er sofort bearbeitet. Also das geht sofort, ein Notfall kommt immer durch. 24 Stunden ist sofort, das muss man, der muss nie warten. Ja, es hat mal eine Notfallsituation gegeben, wo ein Gehörloser gesehen hat, dass jemand von einer Brücke runtergumpen wollte. Und er hat gerade SMS daher geschickt. Da ist ein Mensch, der möchte sich das Leben nehmen. Und dann haben wir gerade die Polizei angerufen. Und dann sind die gerade dorthin. Und es ist sehr schnell gegangen. Ja. Aber es ist schon. Ja, das tut einem sehr hernehmen. Oder eine Gehörlose, die sich schreibt, ich möchte nicht mehr leben, es geht mir nicht gut. Und dann schauen, wo kann man eine Verbindung herstellen, wem kann sie anrufen, helfende Hand oder ja, irgendeinen Dienst. Das habe ich auch schon gehabt. Durch Spitalnotfall auch, Unfall. Muss alles einfach schnell gehen, muss ganz wach schauen, dass man das Wichtigste sagt, wo ist es. Was ist passiert? So. Ja. Ja, ich denke, das wird auf Also zum Beispiel eben die Löhne von der Dolmetscher. Gesamtschweizerisch. Dann tue ich auch Bestellungen erfassen. Ich tue auch zum Beispiel, wenn rechtliche Fragen sind, also wie kann man einen Dolmetsch-Einsatz verrechnen. Ich tue mir strategische Sachen überlegen. Also zum Beispiel, welchen Einsatz könnten wir zum Beispiel nach dem Behindertengleichstellungsgesetz auch noch verrechnen. Wir haben jetzt zum Beispiel dieses Jahr gemerkt, dass man Unfall, weil ein Schadenverursacher rum ist, die Versicherungen können belasten, also Dolmetschkosten. Und so suchen wir einfach immer wieder Gebiete, wie wir die Einsätze also von der Gebärdensprachdolmetscher sicherstellen können. Also Telefonvermittlung wird überhaupt nicht über IV oder BSV finanziert. Telefonvermittlung ist ein Dienst, den der Grunddienstanbieter, sprich Swisscom, muss finanzieren. Swisscom könnte das auch für sich selber machen. Hat jetzt den Dienst uns einfach ausgelagert, aber es sind relativ harte Verhandlungen, sind das, weil wir wollen möglichst viel Geld und Swisscom will möglichst wenig zahlen, oder? Wie es immer ist. Aber das ist rein wirtschaftlich, das hat gar nichts mit der IV oder mit dem BSV oder so zu tun. Der Dolmetschdienst, der ist über IV, BSV finanziert, aber die Textvermittlung gar nicht. Und das wird auch bei der neuen Videovermittlung? Also unser drittes Standbein soll in Zukunft die Videovermittlung sein. Dazu braucht es natürlich ein Gerät, zum Beispiel das VPAD, VTag. Und es braucht einen Dienst. Der Dienst wird durch Dolmetscher gewährleistet, die mit den gehörlosen Gebärden über das VTAP und dann mit den Hörenden über Mikrofon und Kopfhörer eine Telefonverbindung aufbauen. So können Gehörlose sehr schnell, viel schneller als mit der Textvermittlung, mit Hörenden kommunizieren, gleich schnell wie zwei Hörende untereinander.
Ja, wir haben schon lange immer gesucht, welches Gerät das wir einsetzen wollen. Dieses Gerät ist im Moment das beste, weitaus beste Gerät auf dem Markt. Aber wir sind nicht an dieses Gerät gebunden. Wenn es später neue Geräte gibt, neue Entwicklungen, können diese eingesetzt werden. Wichtig ist, dass alle Geräte dem SIP-Standard entsprechen. Das kann auch ein Laptop sein mit Kamera, der ein solches Programm hat. Das können andere Geräte sein. Das spielt keine Rolle. Das Projekt Videovermittlung beginnt im April. Wir beginnen mit einem Testbetrieb von 3 Stunden, von morgens 9 Uhr bis am Mittag, alle Arbeitstage, leider Samstag, Sonntag nicht. In einem Jahr dann, im 2012, sollen es auf 6 Stunden vergrößert werden. Das Projekt ist geplant bis 2018. Das Ziel des Projekts ist, 2018 diesen Betrieb ins Fernmeldegesetz einzubauen. Also, dass im Fernmeldegesetz steht, der Grunddienstanbieter muss eine Textvermittlung und eine Videovermittlung sicherstellen. Wir müssen dem Bundesrat beweisen, dass die Gehörlosengemeinschaft diesen Dienst braucht und benutzt. Es kostet bis ins Jahr 2017 nach unseren Berechnungen etwa 6 Millionen Franken, die wir zusammenbringen müssen. Und dann hoffen wir, dass wir es entlassen können, weil es eben im Gesetz, dann im Fernmeldegesetz involviert ist und der Grunddienstanbieter den Dienst muss finanzieren. Hauptsächlich in dieser Zahl ist natürlich die Löhne von der Gebärdensprachdolmetscher. Weil in einer Textvermittlung kann man einfach jemanden herentun, der schnell schreiben kann. Die müssen aber nicht eine spezielle Ausbildung haben wie ein Gebärdensprachdolmetscher. Videovermittlung braucht ganz klar einen diplomierten, gut ausgebildeten Dolmetscher, der diesen Dienst absichern kann. Und da sind natürlich einfach andere Löhne, die bezahlt werden müssen. Das ist ganz klar, weil Gebärdensprachdolmetscher auch eine lange Ausbildung haben und die verdienen einfach anders. Ein grosser Teil von diesem Budget sind wirklich die Löhne. Dann ist klar, es braucht technische Ausrüstung, es braucht einen Raum, es braucht dann vielleicht auch 2 Räume. Wir haben im Sinn, in Zürich eine Zentrale zu haben und auch eine vielleicht in Bern oder in Chur. Das wissen wir noch nicht, das schauen wir dann noch an. Es ist aber so, dass wir nicht wollen, dass Dolmetscher von zu Hause aus arbeiten. Das gibt es zum Beispiel im Deutschen, wird das gemacht. Da könnte man Kosten sparen. Aber für uns hat das... Wir können dann weniger gut Vertraulichkeit überprüfen. Für uns ist es sehr wichtig, dass das an einem neutralen Ort ist, wo einfach auch die Vertraulichkeit gewährleistet werden kann, wie in der Textvermittlung. Weil das ist so und so, weil sonst werden die Hörgeschädigten nachher nicht das Medium benutzen. Wir werden auch immer gefragt, ob der Zugang zur Videovermittlung oder auch Textvermittlung über Handy oder iPhone möglich ist. Ja, wir haben bereits für die Textvermittlung Applets gemacht. Wir haben es noch nicht bekannt gegeben. Ich habe diese, das funktioniert. Fürs iPhone kommt es etwas später. Man muss diese Prozeduren von der Prüfung noch durchlaufen. Für die Videovermittlung ist es auch vorgesehen, eine Applikation Kamera auf dem Handy zu lassen, die Verbindung zu machen.
Es gibt verschiedene Anbieter, die das... Ich bin eigentlich schon etwas stolz, dass ich das entwickeln durfte. Ich glaube auch, dass mit dem Schreibtelefon, so primitiv das es ist, hat es als das erste Mal eine Kommunikation gegeben unter den Gehörlosen. Man musste nicht immer ins Auto sitzen oder ins Tram und fahren. Meine Eltern sind immer wieder, hatten ja Gehörlose getroffen, mussten immer aus dem Haus, mussten weg. Und manchmal sind sie auch vergebens hingegangen, da war die andere Person nicht da. Und der Zurück, das war der Alltag der Gehörlosen. Natürlich, im Verein haben sie sich getroffen, immer noch wie heute. Aber spontan Kontakt war sehr schwierig. Ja, und ich sehe jetzt meine letzte Aufgabe, ist jetzt diese Videovermittlung, die Videokommunikation. Und dann kann ich mich gut zurückziehen. Dann habe ich endlich Zeit für meine Hobby, zum Beispiel für Segeln. Nun haben wir einiges gesehen über die Entwicklung der Procom und das Angebot. Dem VPAD hat Procom einen neuen Namen gegeben. VTAP, mit welchem man auch gebärden und anrufen kann. Super! Das ist wirklich sehr angenehm zum Schauen. Ein klares Bild für eine gute Kommunikation. Eine gute Sache, toll. Aber die Videovermittlung mit den Dolmetschern läuft noch nicht. Das kommt aber bald. Toll, wenn es bald kommt. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir wünschen euch eine schöne Winterzeit. Auf Wiedersehen. Nun sind wir wieder hier. Wir wünschen noch einmal eine schöne Winterzeit. Auf Wiedersehen.